Möglichkeit zu sagen, wir wollen tatsächlich 6 Milliarden Menschen konstant erfassen. Und in 10 Jahren ist es vielleicht wirklich dann die totale Informationserfassung. Also ich meine, wir benutzen hier Technologie, wir versuchen halt eben auch auf im Stand der Technik zu bleiben und Leute aufzuklären, aber es ist so eine Art Wettrennen. Wir benutzen Technologie, um aufzuklären, diese Leute benutzen Technologie, um ihre Kontrolle auszuweiten. Und das ist halt eben so eine Art Rennen, ein Wettkampf, wer ist schneller am Ziel. Und deswegen bezeichnet man diese Leute auch als Technokraten. Aber vergessen wir nicht, dass David Rockefeller immer noch hier ist. Er ist der regelmäßige Dauergast. Er hat, glaube ich, jetzt Mitte 90 Jahre alt. Und Forschung hat gezeigt, vielleicht werden die Söhne von David Rockefeller 150 Jahre alt werden. Mit der modernen Forschung und es gab auch einige große Fortschritte. Vielleicht, wenn man in den nächsten 20 Jahren geboren wird, in diesen Kreisen, wird man vielleicht 200 Jahre alt werden. Das ist Technokratie, die Herrschaft der Experten, die Herrschaft der Experten über Technik und Wissenschaft. Wir sahen ja auch einige Teilnehmer auf der offiziellen Liste von führenden akademischen Einrichtungen. Also auch die Forschung und die Pharmabranche ist vertreten. Diese Leute wollen eben das Monopol oder zumindest ein Kartell, ein sehr starkes Kartell über Technologie. Also das ist ein Begriff, Technokraten. Und sie hoffen halt, dass die Technologie es ihnen irgendwann möglich macht, über den normalen Status eines Menschen hinauszugehen. Dass man wirklich 200 Jahre alt werden kann oder mehr. Der nächste Begriff, der einfällt, ist Aristokratie. Wir haben offiziell, glaube ich, zwei Monarchen, einen König und einen Prinzen, wenn ich mich recht entsinne, Königin Beatrix von Niederlanden. Diese Leute haben offizielle Titel und andere Leute bei dieser Konferenz haben wahrscheinlich auch bestimmte Titel, die ihnen zuerkannt wurden. Also nicht jeder ist der klassische Aristokrat, der mit Titel geboren wurde. Allerdings betrachten sie sich als Aristokratie. Das ist ihre Grundhaltung. Und die Bilderberger brauchen sicherlich kein Treffen, um so grundsätzliche Dinge zu entscheiden, sich darauf zu einigen, okay, wir einigen uns darauf, Aristokraten zu sein und versuchen halt diese Dominanz zu erreichen. Dafür braucht es kein Meeting, das ist selbstverständlich für diese Leute. Was sie dort oben machen, ist einfach ihre Agenda abklären mit ihren Managern, weil die brauchen ja schließlich Leute, die ihre Pläne auch in die Tat umsetzen. Und das ist also der nächste Begriff, die Aristokratie. Wir sahen einige Familien, diese Raubbarone wie die Rockefellers und andere, die sich kleiden in purpurnen Hermelinmänteln. Die Vanderbilts zum Beispiel ließen sich zeichnen und malen wie Könige. Nur hatten sie keine Krone, das fehlt auf dem Bild. Sie haben keinen offiziellen Titel. Sie haben meistens keinen offiziellen Titel, aber sie betrachten sich trotzdem als Aristokratie. Sie handeln so und sie wohnen so und sie regieren auch meistens so. Also ihre Einflusssphäre ist sehr, sehr weit. Das sind so, glaube ich, die zwei Oberbegriffe. Aristokratie, Technokratie. Eher unpassende Begriffe sind zum Beispiel, das sind die Kapitalisten da oben. Das sind die Turbokapitalisten und die Marktliebhaber, sie wollen freien Handel. Das ist eigentlich genau das Gegenteil, was diese Leute wollen. Sie nennen halt ihre globale gemanagte Wirtschaft und ihre globale zentrale Planwirtschaft. Sie nennen das Freihandel, obwohl es das genaue Gegenteil ist. Deswegen ist es, denke ich, wichtig, dass man halt eben festhält, die klaren Begriffe erarbeitet und weiß, was hinter diesen Begriffen steht. Klare Definitionen, sonst ist ja eine Debatte unmöglich. Wir können schlecht kommunizieren, was diese Leute machen, was sie sind, wenn jeder eine andere Vorstellung hat von diesen Begriffen. Und deswegen denke ich, Aristokratie ist das Label und Technokratie. Und man möchte halt diesen Punkt ohne Wiederkehr erreichen. Und eigentlich genau dasselbe wollen wir, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Die Technokraten wollen das Rennen gewinnen mit der Technologie. Das ist ähnlich wie George Orwells 1984. Wer sich erinnert, in dem Buch hieß es dann, an einer bestimmten Stelle, wo dann diese Widerstandsbewegung oder diese anscheinende Widerstandsbewegung, man liest dann Ausschnitte aus diesem Widerstandsbuch und es heißt, Technologie, wenn Technologie weit genug voranschreitet, kann man damit ein System etablieren, eine Diktatur, die nicht mehr gebrochen werden kann, weder von innen heraus noch von außen. Und genau das ist eigentlich das Ziel von diesen Leuten, man will dieses Rennen gewinnen, genauso wollen wir das Rennen gewinnen und möglichst viele Leute aufwecken und sagen, ihr müsst entscheiden, was wollt ihr haben. Diese Form von Aristokratie, diese Form von Technokratie
Oder wollt ihr halt eben Freiheit? Und ihr müsst auch verstehen, wie Freiheit funktioniert, was es bedeutet. Wir wollen auch einen Punkt ohne Wiederkehr erreichen. Wir wollen genügend Menschen auf der Welt aufklären über die Geschichte, über die Zusammenhänge, so dass man halt irgendwann einen Punkt erreicht, an dem keine Diktatur überhaupt mehr etabliert werden kann. Das ist unser Punkt ohne Wiederkehr, also diese Grenze, diese Schwelle, die wir überschreiten müssen, wo dann kein Despot mehr eigentlich seine Tricks anwenden kann, weil jeder die Tricks kennt und es einfach keinen Erfolg mehr hat. Weil das wäre eigentlich das Ziel, was die Menschheit eigentlich seit langem anstrebt, nur wusste man lange Zeit nicht genau wie oder so grob, wann man das irgendwie erreichen kann. Ein Punkt ohne Wiederkehr, größtmögliche Aufklärung, größtmögliche Freiheit. Und dann gibt es halt eben umgekehrt keine Tyrannei mehr, die überhaupt Bestand haben kann. Also weder im Kleinen noch im Großen, weil sie sofort entweder von innen oder von außen gebrochen wird und abgeschafft wird. Also es ist ein Wettkampf und Technologie ist halt ein Teil davon. Also wir versuchen halt auch Technologie einzusetzen. Aber das Wichtige ist immer noch die Recherche und das Lesen von den Fakten. So viel Arbeit wurde gemacht in den letzten Jahrzehnten, um herauszufinden, aus welchen früheren Organisationen die Bilderberger überhaupt erst entstanden sind. Öffentlich heißt es ja, nach dem Zweiten Weltkrieg wollten die Atlantiker halt einfach ein Forum haben für einen Dialog und so weiter und es ist alles recht harmlos. In Wirklichkeit ist es so eine Melange aus dem britischen Geheimdienst, den Resten des britischen Empires, europäischen Königshäusern und Raubbaronen, also Familien, die eingeheiratet haben in diese Monarchie. Und wir sehen also diese Kontinuität. Es ist bloß eine Art weiteres Büro, das man aufgemacht hat. Das ist wie ein Geheimdienst, der eine neue Abteilung aufmacht oder sag mal ein Establishment, das sagt, wir wollen eine neue Konferenz haben jedes Jahr. Es ist nicht spontan entstanden, wie es halt immer dargestellt wird, wo es heißt, ja, wir wollen einen Dialog führen, deswegen machen wir das. Uns kam die Idee gerade erst. Diese Form der Organisation nennt man eigentlich ursprünglich Roundtable. Und dann gibt es halt eben aus dem britischen Empire dieses Institute for International Affairs und all diese anderen Gruppen. Und es ist einfach aristokratisches Organisationsmuster. Der große Oberaristokrat gibt die Agenda vor, die unterstehenden Plangruppen entwickeln halt eben die Strategien, wie man das umsetzen kann. Und dann sickert das Ganze runter bis hin zum Polizeibeamten, bis hin zum Chefredakteur irgendeiner Zeitung. Und es ist ja nicht nur so, dass diese Bilderberger Kreise, diese Pharma-Leute, die dort sind, es ist nicht nur so, dass sie individuelle Wissenschaftler kaufen, ja, dass sie individuelle Studien kaufen. Die Leute und diese Kreise kaufen den gesamten Wissenschaftszweig. Sie kontrollieren die Universitäten, sie kontrollieren mehr oder weniger das gesamte Denkmuster von den jungen, nachrückenden Wissenschaftlern und das ist halt eben dieses Maß an Kontrolle. Wir hatten vor Bilderberg ein paar Wochen zuvor einen Artikel in der schwedischen Presse bei The Local. Und es hieß, dieser Professor Ian Richardson hat ein Buch geschrieben, er will die Mythen widerlegen über Bilderberg und er hat ein Buch rausgebracht, das sollte jetzt mittlerweile schon auf dem Markt sein. Und in dem Artikel hieß es, ja, Dr. Richardson oder Professor Richardson von der Stockholm Business School, eine der anerkanntesten Bildungseinrichtungen für Wirtschaft, Dr. Ian Richardson sagt, ich bin der neutrale Akademiker, ich bin der neutrale Wissenschaftler, und ich beobachte Bilderberg und analysiere Bilderberg und schreibe eben ein Buch darüber. In diesem schwedischen Artikel hieß es zumindest, in Schweden gab es bereits 4 Konferenzen der Bilderberger, 3 davon im gleichen Hotel, im Besitz von der Wallenberg-Familie. Und ich hatte noch nie gehört von Wallenbergs, also gucke ich nach, wer sind die Wallenbergs. Einer von denen ist heute im Lenkungsausschuss von Bilderberg. Der ursprüngliche Patriarch der Wallenbergs bekam einen Adelstitel, irgendwie diesen Seraphinenorden von, glaube ich, dem schwedischen König oder irgend sowas. Also auch sehr, sehr exklusiv. Ein paar Diktatoren haben den bekommen, Ceausescu hatte, glaube ich, einen und so weiter. Also den gleichen Orden bekommen, den gleichen Titel. Und es hieß, dieser Patriarch startete mit seinem Geld die Stockholm Business School. Also genau diese Adelskreise starteten die Universität und an dieser Universität heute ist dieser sogenannte neutrale Wissenschaftler, der sagt, ich kläre die Welt auf über Bilderberg. Also er kriegt seinen Gehaltscheck von diesen Leuten und präsentiert sich halt als äußerst neutral. Und so funktioniert das. Ich meine, viele von denen, wenn man sie konfrontiert, sagen, ja,
glaubt ihr etwa, ich bin Teil einer großen Verschwörung? Oder sagen oft Redakteure oder Chefredakteure, wenn man sie konfrontiert, oder gewöhnliche Politiker, die sagen halt, ich habe damit nichts zu tun. Glaubt ihr, ich bin Teil einer großen Verschwörung? Das unterstellen wir nicht mal. Wir unterstellen bloß, dass halt diese Kreise, die da oben sich versammeln, die sowohl die Währungen kontrollieren über die Zentralbanken, die großen Geschäftsbanken, die größten Geschäftsbanken der Welt kontrollieren. Sie können Geld aus dem Nichts drucken. Ja, ich denke schon, dass sie das Geld haben, die Akademikerwelt mehr oder weniger zu etablieren. Die haben die ganzen Universitäten gestartet, Adelshäuser in Deutschland. Die meisten Unis sind in alten Adelspalästen oder alten Residenzen. Estrich Winkel. Und natürlich brauchen die nicht unbedingt immer jeden einzelnen Wissenschaftler direkt korrumpieren und kaufen oder jede Studie extra zu kaufen. Sie müssen einfach bloß genügend Geld drucken, um sich die Welt zu kaufen und dann zu sagen, wir kontrollieren den gesamten Wissenschaftszweig. Wir kontrollieren die gesamte Pharmabranche, wir kontrollieren die gesamte Ölbranche, wir kontrollieren die Internetbranche und alles Mögliche sonst noch. Es ist halt diese geballte Machtkonzentration, weil ich war hier Mittwochabend hier, und ich habe oben fotografiert, ein Jogger kam auf mich zu und fragte, ja, ich habe gehört von dieser Konferenz, warum bist du eigentlich hier, warum interessiert dich das groß? Und ich dachte mir, ja, weil diese verschiedenen Gruppen, diese verschiedenen Kategorien von Leuten da oben, kontrollieren fast jeden Aspekt unseres Lebens, unsere Währung. Dadurch auch unsere Wirtschaft, in der wir versuchen, einen Lebensunterhalt zu verdienen und einen Lebensstandard zu haben. Sie kontrollieren die Geschäftsbanken, die uns Kredite geben für ein Geschäft oder für ein Haus oder irgendwas. Sie kontrollieren haben eine große Kontrolle über das Internet und jegliche Kommunikation. Sie kontrollieren die Militärs, die großen auf der Welt. Ich meine, was gibt es, was diese Leute nicht kontrollieren? Und die Frage erübrigt sich dann, warum interessiere ich mich dafür? Ich meine, ich habe selbst Kinder, ich habe selbst noch mein Großteil des Lebens vor mir. Ich habe keine Lust, in einer Aristokratie zu leben oder in einer Technokratie zu leben. Vergessen wir nicht, die Sowjetunion war auch sehr, sehr technikbegeistert. Man hat auch gesagt, wir schaffen es durch Technik allein und Wissenschaft allein, den neuen Menschen zu schaffen, den neuen sozialistischen Menschen. Wir krempeln den Menschen um. Wir müssen ihm alles vorschreiben, und es ist im besten Interesse aller. Die Nazis hatten...